Hallo, da sind wir wieder bei Gerd erklärt, kurz und knackig. Knackig ist es leider auch gerade draußen, nämlich wieder knackig kalt. Furchtbar, oder? Ich meine, wir hatten schon irgendwie gefühlt Frühling, es war richtig warm und dann wieder Schnee und Frost und dann wird es wieder wärmer, wieder kälter, da müssen wir durch, aber nicht nur wir, sondern auch unser Wohnmobil. Und da gibt es ein ganz interessantes Detail. Sie werden schon mal davon gehört haben, vom Frostschutzventil, auch gern genannt der Frostwächter. Und den schauen wir uns jetzt mal kurz genauer an. Hat sich hier versteckt. Sieht übrigens bei jedem Modell, wie ist er, gleich aus. Aktuell sind wir hier beim Sun E, hier bei Sun Mobile Cars in Marktindersdorf. Und vermutlich steht Ihr Frostwächter nicht in dieser Position, sondern, ich zeige das mal kurz, so. Denn automatisch stellt er sich so bei Temperaturen von unter 5 Grad plus, also ab 5 Grad plus und weniger, springt er automatisch um. Warum? Damit der Boiler sich entleert und das Wasser im Boiler nicht gefriert und ihn irgendwann mal der Boiler um die Ohren fliegt. Das ist ja auch sinnvoll. Ne? Jetzt wollen Sie aber womöglich mit Ihrem Wohnmobil losfahren. Bei diesen Temperaturen machen die Heizung an und denken nicht dran, machen warm Wasser auf und kawumpupsch, ne? Flutscht alles durch. Deswegen unser Tipp. Stellen Sie, bevor Sie jetzt losfahren, per Hand den Frostwächter wieder auf diese Position. Und dann ist alles im sicheren Bereich. Allerdings denken Sie bitte dran, es dauert eine Weile, bis der Boiler sich wieder mit Wasser befüllt hat. Kurz und knackig.